Okay, weiter geht's. Suchen wir mal den Weg nach draußen. Ja, dann ist es vielleicht einfacher, als ich gedacht hätte. Komme ich hier wieder zurück? Nee, komme ich nicht. Okay. Muss jetzt den ganzen Bogen nochmal wieder laufen. Gute Frage. Wie lang? Ach nee, da war ja zu. Genau, ich erinnere mich. Ist wahrscheinlich nur als Versteck gedacht. Ist er wieder. Kannst du mir auch sagen, wie ich hier rauskomme? Das sind wir wieder hier. Kommst du jetzt mal an hier? Ich brauche jemanden, der auf den Knopf drückt. Also der dagegen tritt, besser gesagt. Check! Sehr schön. Zentralhalle, bin ich wieder zurück? Ne, bin ich nicht. Aber ich kann nochmal Geld einsammeln. Das war hier, wo wir das Foto gemacht haben. Ein Sternkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Sternkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Okay. Müssen wir jetzt eigentlich langsam mal hier den Loop abgeschlossen haben und wieder rauskommen. Das ist hier, wo wir die Fotos machen. Kann man auch Geld farmen, wenn man hier einfach immer im Kreis läuft. Weil die Kisten immer respawnen. Okay, das immer wieder. Dann können wir jetzt hier zurück zum Schiff.
Genau, die Dinger füllen sich auch mal wieder auf. Identifizierung. Okay. Ein Startkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. So, da können wir dem Meister hier aber auch mal einiges geben an Startkurs, weil er nämlich keiner hat. Wo sind die hier? Genau. Geben wir ihm mal einfach. War der jetzt 5? Ja. Kann er nämlich im Kampf selbst mal eins nehmen, wenn es nötig wird. Okay, dann sind wir wieder im Boot. Jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht so richtig, wo der dritte Zugang sein soll. Moment wieder auf, wo ich hier durcheier, ne? Gut, okay. Das war der Ostflügel und das war der Südflügel. Eigentlich ist der Westflügel, wenn die Karte genordet ist, aber egal. Also jetzt müssen wir noch das letzte Ding erwischen und da kommen wir aber anscheinend nur rein über diesen Tunnelweg. Das heißt, wir müssen erstmal zurück. Hier in dem Überwachungsraum. Vielleicht hätte ich das vorher schon irgendwie schaffen können, aber ich sehe nicht so richtig wie. Ah, wir müssen hier andocken und dann kann er nämlich mitkommen. Deswegen gibt es den Weg hier. Ah, okay, da hätte ich das vorhin tatsächlich schon machen können. Dann ergibt es auch Sinn. So, dann machen wir an der Stelle mal unseren Safe. Dann müssen wir mal schauen. Wir müssen da hinten durch die Tür. Ah, verdammt. Weil mich doch erwischt, der Laser. So kann man natürlich auch seine Herzen verlieren, ne? Genau, dann kann er mir nämlich jetzt helfen beim Schieben der Kiste. Nicht bewegen, Miss Jade. Blockiert, Miss Jade. Das Geld sammeln wir natürlich noch ein. Dann können wir hier lang. Gut, weil wir gerade die ganzen Reparaturkits verbraucht haben. Zumindest die einzelnen. Perfekto, ich nehm's auf. Okay, sonst haben wir hier nichts. Da ist ein Weg, da oben. Hm. Hier ist links auch so ein Stromgitterding. Ah. Kommt der her oder kommt der nicht her? Hier irgendwie die Tür da rechts aufmachen oder so?
Längst auch kaputt, der Schalter. Wie soll ich durch dieses Stromding durchkommen? Ach hey, okay, also nochmal Kiste schieben. 1, 2, 3, schieben. Grundübungen, Seite 2. In dieser Richtung geht's nicht weiter. Digitalisierung ab. Oder kann ich durch den Strom durchspringen und bekomme nur Schaden? Aber eigentlich nicht, weil der war ja immer undurchdringlich. Da ist ein Weg, da oben. Ja, ja, schon klar. Ich weiß nur nicht, wie ich den... hier in den Strom reinkriegen soll. Respektiere das Heimteam. Kapitel 12. Kapitel 12 kommt das erst. Da brauche ich. Auch keinen Angriffsbefehl geben. Ich kann auch irgendwie mein Inventar nicht umschalten. Wahrscheinlich muss ich irgendwie anders in den Raum kommen. Oben ist ein Zugang, sagt er ja, aber... also hier komme ich definitiv nicht durch. Das funktioniert so nicht. Identifizierung. Okay. Was war das? Er sagt, da oben ist ein Zugang. Muss ich von der anderen Seite irgendwie rein vielleicht? Die kriege ich halt nicht auf, weil der Schalter defekt ist. Ich komme aber hier auch nicht hoch. Komme ich hoch? Okay. Hier komme ich nicht durch. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Okay. Das war jetzt blöd. Ich wollte nicht, dass er drückt. Also ich wollte es schon, weil ich es ihm gesagt habe, aber es hat sich als falsch herausgestellt. Ich warte, bis das Gitter wieder runter geht. Ach, und dann kann ich, da oben ist eine Tür. Okay. Okay, dann kann ich hier hoch. Check! Dann kann er einmal drücken. In der Zeit laufe ich mal rüber. Gibt's
hier noch irgendein Gang. Belüftung. Gitter. Oh, warte mal, hier gab es ein Tier. Ein bisschen weiter rechts, wo ich gerade hingucke. Schalter für das Tor. Kann ich da dieses Feuertier fotografieren? Ignis Ignifera. Klasse. Ich fahre ein Backup. Sehr Igni, sehr feuermäßig unterwegs. Aber dann wird es jetzt sterben, okay. Weil ich in die Dieser Film ist voll. Feuerzufuhr abgeschalten habe. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Den Perlen. Es wird wieder. Da ist natürlich trotzdem die Frage, wie ich hier weiterkomme. Oder ist diese ganze Geschichte hier nur des Tieres wegen? Gar nichts zu tun mit dem. Ne, ist eine Sackgasse. Das löst mein Problem nicht mit dem Zugang zu dem letzten Sektor. Ja, Sir! Da oben irgendwie anders noch hin. Komme ich nicht durch. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Okay, einen anderen Zugang gibt's hier aber nicht. Wie kann ich sonst den Strom ausschalten von dem... von der Barriere? So eine Frage, ne? Bin ich denn hier? Da. Jetzt steht der mir im Weg. Verdammt. Ja, scheiß auf das Geld. Geh mal weg da. So, tja.
Wagenschleuse. Echt keine Idee jetzt auf die Schnelle? Ich muss ihn halt von der anderen Seite in das Ding reinprügeln, ne? Aber... ich sehe nicht, wie das gehen soll. Muss ich mit ihm reden? Freunde von dir? Eine Zyklopeneinheit, keine gute Idee, sie neben eine elektrische Barriere zu stellen. Wenn wir nur von hinten rankämen, ja, das würde ich ja gern, aber ich weiß nicht wie. Der dritte Beobachtungspunkt missteht. Gehen Sie zum dritten Beobachtungspunkt. Ja, was du nicht sagst. Wie mache ich das? Wir müssen von der anderen Seite rankommen. Er hat ja gemeint, da oben ist ein Zugang, aber ich sehe auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Du kannst halt nicht irgendwie umlaufen oder so. Aber ich glaube, das ist auch der Weg, der weitergeht. Das ist nicht der, wo ich rein muss. Weil wenn ich das gerade richtig gesehen habe... wir kommen ja dann von da. Wahrscheinlich das, durch dieses Rohr laufen wir dann. Das ist dieser Zugangsweg, den wir kriegen. Und kommen dann darüber in die Richtung. Nee, kommen wir nicht. Der Weg geht da links lang. Richtung geht der Schacht. Das ist der Schacht. Dann kommen wir dahin. Da geht's runter zum Boot. Genau, da kommen wir ja her. Da ist noch eine Sackgasse. In dem Raum hinter mir. Stockwerk unter mir ist eine Sackgasse. Ach, das ist der Steg, der zum Boot runterführt. Genau, okay. Nee, das bringt mir nichts. Das ist wohl nicht das erste, wo ich nicht drauf komme, oder was? Wir müssen von hinten rankommen, aber... da links ist aber auch noch eine Tür. Ah, links ist die Tür, die zum Objective führt. Okay, dann ist rechts dieser Gang tatsächlich... der Gang, über den ich reinkommen muss. Das ist das, was er gesagt hat. Kommt von da. Ja, aus dem Stockwerk höher, aus der Haupthalle, aber... ich sehe halt nicht, wie ich aus der Haupthalle... Thank you.
scheiß Laser. Ich weiß nicht, ob ich mich da drunter ducken kann. Wahrscheinlich schon. Hier muss irgendwo ein Stockwerk höher einen Zugang geben. Warte mal. Nee, klar. Vielleicht. Ich habe mich ja jetzt mit dem Gitter hochfahren lassen, aber bin hier auf die andere Seite gelaufen. Ah, genau, da oben nämlich. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Ich muss mich einfach mit dem Gitter hochfahren lassen, aber auf der Seite bleiben. Ich habe nur das obere Rohr da gesehen und habe ich gedacht, da kann ich, so weit kann ich nicht springen, aber das fährt ja viel höher. Genau, dann bin ich nämlich hier und dann... wird da nämlich schon eher was draus. Haben wir es doch rausgekriegt. Hat mir ein Haufen Leben gekostet, aber da haben wir nämlich das Tor umgangen. Kommt er jetzt nach der Double H, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich ihn jetzt holen, damit er hier durchbricht. Selber oder muss ich wieder durch den Strom laufen? Na, er kommt selber. Er steckt die Laser einfach so weg. Na, das hat ja unnötig lange gedauert, aber zumindest. Nee. Zumindest haben wir es hingekriegt. Sehr schön. Weiter geht's. So, jetzt machen wir mal hier deine Action. Das war nichts. Nee, so wird das nicht funktionieren. Ja, ah, Sir. Das ist seltsam. Ich gehe. Wer hat das gesagt? Nicht! So, der eine hier, oder? Scheint bald so. Das sieht mir doch aus wie ein neues Tier, wa? Oder auch nicht. Bewegt sich hier durch den Raum. Ja, doch, das ist ein Tier. Aufstecken. Das kommt nicht mehr raus aus dem hinter den Kisten vor. Machen müssen, bevor ich die Wache töte, oder? Okay. Psst.
Nee. Nein. Ach, im Springen muss ich es erwischen. Okay, Timorea saponifera. Gute Arbeit. Was auch immer das ist. Gut, auf jeden Fall haben wir es erlegt. Also nicht erlegt, sondern erwischt. Okay, das nächste Tier ist dann erst auf dem Weg. Dann fahren wir hier mal mit dem... mit der U-Bahn. Identifizierung. Okay. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ich habe so viele davon, nehmen wir mal die einzelnen. Gut. Oh, aber das ist doch hier die Stelle, wo... wo das Tier war. Die Ecke. Ist es nicht. Einer weiter links. Da irgendwo. Oh. Check! Da haben wir ihn, Amöba Saltans. Okay, Bild gespeichert. Gut, dann geht's weiter. Eindringlinge, Eindringlinge, Zerstörungsattacke. Da gibt es einen neuen Schlüssel. Gute Arbeit. Den Dreiecksschlüssel. Okay, da rechts ist eine Perle. Und ein Decoder. Okay, Tiere gibt's hier nicht. Genau, ich brauche neue, damit ich... damit ich die zweite Barriere da noch kaputt krieg. Attacke! Kann man sich selber neue Gegner spawnen lassen, ist ja super. Okay. Dann haben wir das auch auf. Dann können wir uns die Perle nehmen. Perle 17. Und wir können einmal speichern. Okay, mehr gibt's hier nicht. Dann geht's nämlich hier weiter. Achso. Ich brauche einen besonderen Schlüssel, Miss Jade. Oh, ich habe zwei.
Hier. Genau, dann geben Danke, wir ihm Miss Jade. Dann soll okay. er drücken. Können wir beides drauf machen. Spiel, das war doch gar nichts. In der Offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten Jahr. Was? Knopf drücken? Ich weiß nicht, was ihr für Offiziere seid, aber... Ja, Sir! Falls es hilft. Mein Panzer ist gegen ihre Laser resistent. Ja, das hilft tatsächlich. Wenn er mir das vorher mal gesagt hätte, hätte ich mir ziemlich viele Umwege sparen können. Kannst du aber auch selber, oder? Ja, kann ich Sir. Nicht. Muss er machen, okay. Ja, Sir! Nee, den da hinten sollst du drücken. Hat er jetzt den hinter mir nochmal gedrückt, oder was? In der Zentralhalle aus. Los, machen Sie ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier schmiere. Ja, dann steh mal schmiere. Hey, hey, alles Alarm! Alarm! Wir werden angegriffen. Zwar nicht geben, aber schade doch nicht. Okay, haben wir das? Holen wir uns erstmal das ganze Geld. Dann kann sie noch wieder die Ninja-mäßig die Schränke auftreten, weil man das hier offensichtlich so macht in der Welt. Deswegen sind die auch so verbeult. Sehr schön. Ja, und dann können wir hier Bild machen, wie sie es wegteleporten. Dein Bericht ist unglaublich, Shawnee. Wir gehen mit Iris 514 sofort in Druck. Ich leite ihn an die Gouverneurin weiter. Sie wird sicher bereit sein, dir wieder zu helfen. Ja, sehr schön. Haben wir das erledigt? Das wäre eigentlich die erste Stufe gewesen, wenn ich es in der richtigen Reihenfolge gemacht hätte. Paige musste all dies auch durchmachen. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Erlebt, Miss Jade. Die legen viel Wert darauf, sie am Leben zu halten. Was schon wieder ein bisschen komisch ist eigentlich, ne? Shawnee, Double H, wir haben eure Bilder empfangen. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Trefft uns, ihr wisst schon wo, so schnell es geht. Ja, warum lassen sie die am Leben, ne? Ich meine, vielleicht wollen sie in ihre Wachen umwandeln, um quasi Leute zu rekrutieren, oder... Man weiß es nicht. Was die so mit denen vorhaben. Aber wir werden es noch auskriegen. Auflösen. Carlson und Peters Seite 823. Manchmal muss man das Team auflösen. Carlson und Peters Seite 824. Die Alpha-Abteilung und die Doms stecken hinter den Entführungen. Ein Exklusivbericht in Ausgabe Nummer 514 von Iris. Wird es ja wieder richtig Tumult geben unter der Zivilbevölkerung, hä? Wenn sie das erfahren. Spawn auch immer wieder, aber das ist realistisch. Ratten kommen immer wieder. Das ist nicht tot zu kriegen, ne? Ja?
Okay, der Laser ist... Ne, ist auch nicht niedriger als der andere. Führt kein Weg hindurch, geht man drumrum. Carson und Peters, Band 4. Bravo, Miss Jade. Ah, verdammt. Hier ist mein Boot ja gar nicht. Ich habe ja ganz woanders geparkt. So, da können wir hier speichern und dann ist schon wieder Zeit für ein Episodenende. So schnell kann es gehen. Also 10:37, genau, dann sind wir hier. Und dann machen wir direkt noch das Episodenende-Save hinten dran und dann geht's an der Stelle hier weiter beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.